Guten Abend, es ist 10 vor 10 Zeit, um auf den Tag zu schauen. Wankendes E-Voting. Bei den Parteien wächst die Skepsis gegenüber der elektronischen Stimmabgabe. Die direkte Demokratie basiert auf dem Mitwirken und Mitdenken der Bürgerinnen und Bürger. Mitentscheiden kann man bei Abstimmungen an der Urne oder auch per Post. Doch in einer zunehmend digitalisierten Welt ist die elektronische Stimmabgabe natürlich ein großes Thema. Nach Pilotversuchen soll das sogenannte E-Voting in der Schweiz in den regulären Betrieb übergehen. So will es der Bundesrat. Dazu muss das Gesetz über die politischen Rechte geändert werden. Die Anhörung dazu läuft bis Ende April. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, die Skepsis in der Bevölkerung und bei den Parteien ist gewachsen. Christa Gall. Abstimmen und wählen. Künftig soll dies bequem auch auf dem Tablet möglich sein. Doch die Skepsis in der Bevölkerung gegenüber E-Voting steigt. Ich denke einfach halt, dass einerseits auch Datenschutz, auf der anderen Seite halt einfach, dass es manipuliert kann werden. Ich habe schon gehört, aber man kann auch gut beschissen. Aber ich weiß es nicht. Ja, die Unsicherheit von den Daten halt. Also wenn man es auf Papier hat, ist es auf Papier. Seit März sammelt SVP-Nationalrat und IT-Unternehmer Franz Grütter Unterschriften für eine Initiative, die ein Moratorium für die elektronische Stimmabgabe fordert. Ja, ich glaube, es sehen doch die Leute, und das ist das Interessante hier, es ist eigentlich nicht parteipolitisch gefärbt, es ist eine ganz eine breite Schicht von Leuten, die heute die Meinung auch teilen, dass unser Land heute noch nicht bereit ist, noch nicht in der Lage ist, so wie es angedenkt ist, dass das zu einer Gefahr führt. Und von dem her freut mich natürlich die breite Unterstützung. Eine Vielzahl von Kantonen hätte gemäß Bundeskanzlei bei den eidgenössischen Wahlen im Herbst E-Voting anbieten sollen. Daraus wird nun bei vielen nichts. Der Kanton Genf will sein eigenes E-Voting-System bald einstellen. Grund? Überbordende Kosten. Auch die Kantone St. Gallen, Luzern, Aargau, Bern und Waadt sind davon betroffen, weil sie die gleiche Plattform verwenden. Beim E-Voting-System der Post fanden Forscher gravierende Sicherheitsmängel. Das System ist vorläufig eingestellt. Betroffen sind Freiburg, Baselstadt, Neuenburg und Thurgau. E-Voting oder doch nur briefliches Abstimmen. Viele der 172'000 Auslandschweizer verlangen das E-Voting. Etwa 20% davon kriegen die Unterlagen zum Abstimmen und Wählen immer zu spät. Und dann braucht es auch noch Zeit, um die Antwort zu geben. Das E-Voting ist für uns, für Demokratie, grundsätzlich wichtig. Trotzdem, das E-Voting steht immer weniger in Gunst der Parteien. Vor allem, seit die Post kritische Fehler im System einräumen musste. Die SP ist bezüglich E-Voting gespalten. Und die Zweifler mehren sich. Sicher ist in den letzten Wochen und Monaten die Skepsis gestiegen, auch mit den Vorfällen bei der Post und auch mit der Aufgabe des Genfer Systems. Auch die FDP ist nicht begeistert vom derzeitigen System. Die Skepsis in der FDP die wächst natürlich, vor allem wenn man jetzt sieht, dass das System, das der Bund jetzt getestet hat, eben nicht funktioniert. Selbst bei der Bundeskanzlei, bisher Verfechterin von E-Voting, ist das Abstimmen per Mausklick nicht mehr so hoch im Kurs wie auch schon. In der Fragestunde des Nationalrats erklärte der Bundeskanzler gar, das Postsystem würde mit den entdeckten Mängeln keine Bewilligung erhalten. Die Sicherheitsanforderungen der Verordnung der Bundeskanzlei über die elektronische Stimmabgabe sind damit nicht erfüllt. Die Parlamentarier haben allerdings nicht per se etwas gegen E-Voting. Ich bin überhaupt nicht gegen elektronisches Abstimmen. Ich hoffe sogar, dass wir irgendwann elektronisch abstimmen können. Sicherheit vor Tempo. Also man muss jetzt nichts überstürzen, weil die Sicherheit muss gewährleistet sein, damit unsere demokratischen Rechte nicht infrage gestellt werden. Natürlich muss die Bundeskanzlei, wenn sie das E-Voting-Projekt weiterverfolgen will, die Sicherheitsbedenken jetzt wirklich ernst nehmen, wirklich angehen, sich wirklich auch nochmal grundlegende Gedanken machen, wie man das wirklich sicher durchführen kann. E-Voting. Schweizweit in allen Kantonen zugänglich machen? Ja oder nein? Im Moment läuft die Vernehmlassung zur Gesetzesänderung punkto E-Voting. Doch schon jetzt muss der Bundesrat wegen Sicherheitsmängeln in der Testphase über die Bücher. E-Voting in der Schweiz dürfte noch einen langen Weg vor sich haben.
Heute wurde bekannt, dass das E-Voting auch im Kanton Solothurn einen Dämpfer erlitten hat. Der Regierungsrat will den Versuchsbetrieb der elektronischen Stimmabgabe nicht in den ordentlichen Betrieb überführen. Zunächst müssten die technischen Unsicherheiten geklärt werden, teilt der Regierungsrat mit. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Abend. Bis morgen, hoffentlich.